So. Upala. Genau, wo gehen wir denn jetzt als erstes hin? Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in die Kirche. Ich könnte die Kirche vielleicht auch aufschreiben. Den einen Raum. Den haben wir auch noch nicht. Da gehen wir jetzt schnell hin. Weil dann müssten wir, glaube ich, die Kirche so weit abgehakt haben. Ja, okay, ich muss auch sagen, das ist jetzt gar nicht so horrormäßig. Es ist halt einfach nur. Die Atmosphäre in dem Spiel ist halt einfach nur. Ja. Die macht das Spiel unfassbar beklemmend. Das einzige Horrorspiel, das ich gespielt habe, war Layers of Fear. Ich wiederhole es immer wieder gerne. Das war scheiße. Das war schrecklich mit den Jumpscares. Ich wollte zur Kirche, gehe völlig in die falsche Richtung. Genau. Und dann können wir eigentlich ins Inn gehen. Genau hier ins Inn. In den Raum vom Moss, also vom Privatdetektiv. Der liegt da bestimmt tot oder so. Weil anders kann ich es mich nicht erklären, dass dem sein Auto hier steht, aber nirgendwo zu finden ist. Dass da gar keiner mehr wo ist. Might be usable in the church. Stimmt, da hatten wir das Problem, dass wir nicht zu dem Ding gekommen sind. Also ich glaube auch nicht, dass wir in der Stadt völlig allein sind. Deswegen glaube ich auch, dass wir den Moss noch irgendwie. Also es macht zumindest keinen Sinn, dass der Moss weg ist und sein Auto hier noch steht. Weil wo soll der hin sein? Ist das die Tür von außen? Das muss die Tür von außen sein. Hatten wir denn in der Küche? In der Küche, sage ich schon. In der Kirche noch ein Schloss. Das ist nicht aufgegangen, okay. Da haben wir unser Metallding. Hoppala, gekriegt. War da unten. Aha. Jetzt lockt. Ah, ist wahrscheinlich von außen gelockt. Okay. Da hatten wir nur das hier. Sonst nichts. Genau, dann schreiben wir das auch nochmal auf. Es war was auf dem Boden. Kirche, Raum daneben. Können wir, glaube ich, streichen. Code. Scott. Zimmer. Im Raum vorher. Hier. Ah! Lol. Nein. Okay, wir haben Truhe im Storage. Okay, gut, dass du es gesagt hast. Dankeschön. Okay. Na. Das ist bestimmt du. Ja. Das ist bestimmt das Zimmer vom Pfarrer. Das liegt hier aber komisch. Oh Gott, oh mein Gott.
Dankeschön für deine Bits. Vielen, vielen, vielen Dank. Und hallo, einen wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass du wieder da bist. Und Dankeschön für deinen Host. Dankeschön. Alter, 100 Bits? Bist du bescheuert? Dankeschön. Hallo. Ah, wir haben wieder ein Diary von Matthew Brooks. Vielleicht finden wir jetzt ein bisschen was drauf. Raus. 16. Januar 1975. A few months have passed since I've arrived here. The missionary trip is harder than I expected. There's no clean water. The food lacks nutrients, and there isn't enough medicine. We have requested help from WHO, but haven't received any help yet, and feel so frustrated. What can I do? 3. März 1975. When Father Calvin first sent me here, he asked if I would be willing to stay for 6 months. It would be a good training for me, he said. I agreed. That was before I came. Six months have passed now. I think I will extend this for another 6 months. The people here need as much help as they can get. I'm not a doctor, but I can help them through my support and prayers. I will let Father Calvin know about my decision. Okay. 16. September 1975. Time flies. I can't believe I'll be going home tomorrow. I will miss the people here. At the same time, I can't wait to get back home and meet everyone again. 19. September 1975. Father Calvin summoned me this morning and told me that Sophie had left Payne's Creek. How can that be? The last time we wrote, she told me she has so many things to share with me when I got back. Was she forced? Is she hiding something? I just cannot believe that Sophie left without telling me anything. Something must have happened to her that she could not tell me. 29. Dezember 1975. It's been almost 6 months since Sophia left Payne's Creek. I have asked everyone around. No one seemed to know where she went. Father Calvin told me to let it go. He's right. I should not dwell on matters of the heart. There are more important things in life I need to focus on. If Sophia and I are meant to meet again, God will let me know. It's time I move on with my life. Okay. Hatten wir nicht vorhin irgendwas gelesen, wo das Mädchen beschrieben wurde, wie das aussieht? Ach ja, genau. Wo das andere Mädchen verloren gegangen ist, ist ja wieder zurückgebracht worden von einem Mädchen, das aussah wie das Mädchen, das uns verfolgt. Genau, das war das. Owen Bellis Associates, Attorneys at Law. Dear Mr. Brooks. We have evaluated your case and we accepted a request to represent your son, Scott Brooks, in court. We are in the process of drafting an appeal for his release. Considering the sensitivity of the situation, we urge you not to make any public statement until consulting with us. Additionally, we would like copies of any government documents related in any way to your son, medical records, transaction recepts, travel documents, previous criminal charges, if any, etc. The more we have, the better we can help in your son case. We will be in contact within the next few days. Ach, na gut. Jetzt denke ich mir gerade, warum müssen Sie denn dem Scott helfen mit Anwälten? Und man denkt natürlich, der war ja Verdächtiger in dem Mordfall. Emerald State Bank. Matthew Brooks. Okay. Warum habe ich denn da Matthew Scott aufgeschrieben? Bin ich dumm? Matthew Brooks heißt der, nicht Scott. Jetzt. Donation from Roberts Family. Okay, check from car dealership. First payment fee for Scott's lawyer. Second payment fee for Scott's lawyers. Pilgrim fee, youth program. Cemetery maintain service, roof fixing, Sunday tithing. Okay. Okay. Wird das aufgeschrieben? Wird das alles so aufgeschrieben? Matthew hires lawyer. Jawohl. Alles klar. Was ist auf dem Schrank hier? Diary. Matthew Brooks. Na sowas.
25. Februar 1971. I had always wanted to be adopted, but... Was? Matthew Brooks. Stimmt schon. Ha? I had always wanted to be adopted, but I guess heaven had something else in store for me. Instead of being taken in by a family, I came to Payne's Creek Trinity Church. To be honest, I would prefer to have a real family with people whom I can call mom and dad. But Father Calvin said God has other plans for my future and in time I will come to realize it. Der wurde ebenfalls adoptiert. Wurde adoptiert von Calvin. Okay. 2. Mai 1971. The Roberts family is looking for a new maid. I told Mrs. Roberts that a relative of mine would fit the position really well. I know I shouldn't lie, but I want Sophia to be here in Payne's Creek. Father Calvin always said we have to help those who are in need. Sophia is in need, and I am sure she will be glad to have this job. 10. August 1971. Since starting the job at the mansion, Sophie has settled in nicely. Whenever she has time off from work, we've been exploring Payne's Creek together. I have so much to show her. This is just like the orphanage days, and I'm extremely comfortable being with her. 27. Oktober 1971. Today was Sophia's day off. We ate at the Moon Cafe again. I can't seem to get enough of this place. The food is delicious, the atmosphere relaxing, and the coffee tastes great. Maybe it's all because of Sophia's company. Still, I love to hang out here. This is definitely one of my favorite places in Payne's Creek, followed closely by the church and the little big books. Okay. Huch. Gut. Aber wir haben hier, glaube ich, doch einen Raum, der nicht auf... Oh ne, jetzt sind wir wieder hier oben. Haben wir hier noch was? Nee, ne? I return the tools back to the storage room. Ja, das waren die, das war der Metalldinger, den wir gebraucht haben zum... Eine Scheiße, das sieht aus wie so eine Tür, die man öffnen kann. Kann aber auch sein, dass ich voll paranoid bin. Aber egal, eine Box. Ja, so ein Karton. Ach ja, hier, aber das kann man auch nichts mitmachen. Da habe ich beim letzten Mal schon drauf geklickt wie eine Blöde. Da stand auch keine Box. Nee, hier müssten wir alles haben. Da ist auch nichts mehr. Ich sage, da haben wir nur noch im Scotts Zimmer den... Ding, genau die Kiste hier. Ansonsten war hier nichts mehr. Dann können wir eigentlich wieder gehen. Ja, du verpasst bestimmt nichts. Okay, wo gehen wir denn jetzt hin? Genau, wir wollten noch ins Inn. In den Raum 201. Bis gleich. Stimmt, bis gleich. Genau, ins Inn. Ins Inn. Das ist ja der Wagen von dem Typi da, wo wir die Dokumente raus haben. Ja, aber da war nichts drin. Also die einen Werkzeugkoffer im Storage konnten wir ja öffnen. Da war dieser Metallding drin, wo wir dann die... ich hab jetzt irgendwie Angst, dass da eine Leiche liegt. Wo wir die Autos dann damit knacken konnten. Das war mir so klar. Was stand da? Was stand da? A small key with a unique shaped teeth. Used mostly on chest boxes.
Wir haben im Raum 201 einen Kofferschlüssel. Also einen Schlüssel für einen Koffer. Also das muss ein kleiner Schlüssel sein. Der hängt da jetzt bestimmt oder so. Nee. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass der jetzt hier irgendwo tot rumfleucht. Eine Bibel. Warum hat denn hier jeder so eine blöde Bibel? Also, eine Bibel ist nicht blöd, aber warum hat die hier jeder? Oh. Wissen wir leider auch nicht. Hallo, Filmgemix, willkommen zurück. Keine Ahnung, warum da. Also, die sind alle weggezogen. Ich glaube, sowas. Die sind alle weggezogen oder halt tot. Main Street Community Hospital. Nein. Stand die auf dem Hospital? Oh. Nein, du hast nichts verpasst. Wir sind einfach in den Raum reingegangen. Ich will nicht ins Krankenhaus. Was ist das denn? The code is Calvin's date of birth. Was ist denn David? Ich weiß noch gar nicht, wer ist David? Ach, David. Ke Was? Calvin, nicht David. Calvins. Dem sein Geburtsdatum brauchen wir. Geburtsdatum. Das will man bestimmt auf dem am Friedhof. Ich weiß aber keine Ahnung, wo diese Truhe steht. Sieht aus wie eine Holzhütte, aber da waren wir ja schon, da war keine so eine Truhe. I can't find the key. Ist ein Schrank? Wusste ich doch, dass man diese blöden Dinger. Ich habe auf dem Bildschirm gezeigt, weil ihr das ja super sehen könnt. Ich wusste, dass wir die komischen Platten zur Seite schieben können. Okay. Ein Diary. Ja, Frau auf Dach. Okay. Bernard Hopkins. 31 Silver Lake Boulevard haben wir auch. Father died in mine accident. He was at home the day Vivian was killed. No alibi. Okay. Interview with Dorothy. Interview with Mary. Tomorrow at Moon Café. Meeting with Sheriff at the outpost at 10 a.m. on 11.05. He mentioned wanting to show me some files. I found a hidden panel in the inn's reception area. This part of the counter, it's hard to pop open. The latch is placed at one of the corners. There's some interesting stuff they hide in there. I found a hidden panel in the inn's reception area. It's part of the counter, also Teil des Tresens. It's hard to pop open. The latch is placed at one of the corners. Okay. Gott. Ich habe immer Angst, dass da jetzt jemand steht. So, mehr haben wir hier nicht mehr, ne? Die Fotos haben wir fotografiert. Wir haben dadurch den Koffer, wo wir nicht drankommen. Den Zettel haben wir schon gelesen. Genau. Scheiße, den habe ich nicht mehr. Okay. Ach, lol. Meine Güte. Lol. Bin ich ein Blindfisch? Angeblich nicht. Ja, angeblich nicht. Aber mich hat es einfach so gerissen, weil auf einmal die Lichter ausgegangen sind beim letzten Mal. Wir hatten doch.
In irgendeiner Ecke, oder? Kann ich jetzt hier? Hier mit der 202? Nee. Okay, das sind nochmal andere Schlüssel. Nicht Inventar. Steve Moss. I found a hidden panel in the inns reception area. It's part of the counter. Was ist ein Ledge? Ich habe ja eigentlich was zu essen liegen. Hebel. Natürlich ist Hedge ein Label. Hebel. Verdammt. Kann ich anscheinend nicht aufschließen. Das sieht ja auch kein Hebel, oder? Oder bin ich blind? Vielleicht müssen wir noch mal raus. Aber Panel heißt doch Diele, oder? Hier sieht aber eine aus wie die andere. Und um Ecken ist ja auch nichts. Manu. Hier ist doch nichts, oder? Hier nicht, hier nicht. Hier auch nicht. Der Ecke ist nichts. Der Ecke ist nichts. Quatsch. Da sind Steckdosen. Da ist ein Schrank, der nicht aufgeht. Hier ist auch nichts. Schau genau in die Ecken. Schau genau in die Ecken vom Tresen. Das kann ja nicht sein, da macht es ja keinen Sinn. Heißt unter anderem auch Fach. Ja, okay. Ey, bin ich echt so krass blind? Lol. Ach nee, das ist die Schublade. Ich dachte gerade, ich hätte es gefunden. Alter, wie blind kann man denn? Das schaut so hardcore verdächtig aus. Oh, macht halt nichts. Oh. Da ist immer so eine Kante drin. Ich denke jedes Mal, das ist es. Ihr hört mich wahrscheinlich klicken wie eine Blöde. Wie kann man denn jetzt so blind sein?
Wahrscheinlich hat es jeder von euch schon gesehen, außer ich. Wie, was war da in der Kiste? In der Kiste war nichts. Oder das da, da stand Lied. Das ist der komische Zettel. Gibt's doch nicht. Ich schaue noch ganz genau in die Ecken. Stimmt, allerdings Bodendielen haben wir nicht, keine großen Astlöcher. Hier auch nicht. Es kann sein, dass sie vielleicht dahinter verstecken oder so. Da komme ich nicht hin. War das Open von der Schublade übrigens. Was muss einer. Warum sehe ich denn das nicht? Ich finde halt diese drei Pins hier auch unfassbar verdächtig. Kann ich das einfach so rausploppen? Links von der Tür. Der. An der linken Außenseite. Zu mir. Achso, da komme ich nicht mehr ran. Das sieht zumindest nicht nach irgendwas Komischem aus. Aber hier macht es auch keinen Sinn, weil das steht da hinten. Ja, so nach dem blöden Panel nach dem Geheimversteck im Tresen. An dem da. I found a hidden panel in the interception area, the part of the counter. It's hard to pop open. The latch is placed at one of the corners. There's some interesting stuff they hid in there. At one of the corners. Ja. Mir schon klar. Unten kann es fast nicht sein, weil da kann man nicht reingucken. Ich habe vergessen, dass man auch zoomen kann. Welche Pfeile? Achso, die da. Ja, weil da draußen eine Dartscheibe gibt. Ich finde die auch extrem auffällig. Weil sie bringen mich halt nicht weiter. Es ist ein Teil der Ecke. Ich klicke doch auf diese fucking Ecken.